Herzlich willkommen im Zumsteinhaus im Kemptner Museum, in dem Sie die Geschichte Kemptens auf einer Zeitreise durch verschiedene Themen der Stadtgeschichte erleben können. Heute befinden wir uns im Raum mit dem Thema Produktion. Kempten kann mit Fug und Recht behaupten, der größte Leinwandproduzent des Mittelalters gewesen zu sein. Der hier angebaute Flachs wurde zuerst zu Garn und später zu Leinen verarbeitet. Aber nicht nur die Herstellung des Leinens war wichtig, auch die spätere Verarbeitung. Zuerst wurde das Leinen gebleicht, dann gefärbt und hier sehen Sie, wie es an der Stadtmauer zum Trocknen aufgehängt wurde. Auch die Herstellung von Papier war ein wichtiges Gewerbe hier in Kempten. Die Kemptner nutzten die Wasserkraft der Iller für ihre Papiermühlen und so stellten sie hochwertiges Papier her, welches die Druckereien verwendeten, zum Beispiel für ein Messbuch aus dem Kloster. Diese regionalen Produkte bildeten die Grundlage für den Handel in Kempten, wie natürlich alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, zum Beispiel unsere Wurst, der Käse oder das gute Kemptner Brot. In Kempten gab es bereits sehr früh zwei Markttage, den Mittwoch und den Samstag, so wie auch heute noch. Auch der Fernhandel spielte eine große Rolle. Bereits zur Römerzeit wurden in die Römerstadt Cambodunum Austern aus dem Mittelmeerraum und dem Atlantik importiert und hier verspeist. Wir stehen hier vor einem Apothekerschrank des 17. Jahrhunderts. Dieser Schrank stand bis 1992 in der Hofapotheke in Kempten. Die Hofapotheke wurde gegründet von Rupert von Bodmann. Und dieser Fürstabt, Rupert von Bodmann, konnte es sich leisten, seinen eigenen Leibarzt zu halten. Andere Bürger, die mussten zum Bader. Ach, Bader! Bader müssen Sie überhaupt nicht erwähnen. Bader waren die Ärzte der armen Leute. Bader haben geschröpft und fürchterliche Folterinstrumente wie diese Schröpfköpfe hier benutzt. Aber stell dir vor, bis 1962 gab es einen Bader in Kempten. Mit diesen Zangen hier hat er sogar während des Zweiten Weltkrieges seine Patienten von den Zahnschmerzen befreit. Das war der zweite Teil unseres kleinen Rundgangs durch das Zumsteinhaus. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann finden Sie weitere kulturelle Leckerbissen auf diesem Kanal.